Jetzt wollen wir uns damit weiter beschäftigen, aber wir wollen uns beschäftigen mit Untrue Fiction, kurze Geschichte der Transparenzversprechen. Professor Schneider ist bei uns von der Ruhr-Universität Bochum. Steht hier alles drin, emeritierter Professor für Literatur, Ästhetik und Medien an der Ruhr-Universität, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Dumm-di-dumm. Ein Moment. Dumm-di-dumm. Wir brauchen noch etwas mehr Volumen. Mehr Volumen auf dem Krawattenmikrofon. Dumm. Da-dam-dam. Sehr viel tiefer geht nicht. Gut. Ja, nee, aber Summen ist gut. Summen hilft. Haben wir jetzt Audio? Haben wir Volumen? Wir werden das sehen, wenn ich jetzt versuche, mich für die Einladung zu bedanken hierher. Herrlich. Gleichzeitig Dankeschön. Dann auch ankündige, dass Sie wahrscheinlich jetzt einen etwas anderen Ton, eine andere, etwas andere Perspektive und eine andere Rückkopplung hören werden. Untrue Fiction, das ist nicht nur aus Widerspruchsgeist, dass ich mir diesen Titel ausgedacht habe, sondern aus Gründen, die ich plausibel machen will in einer etwas längeren historischen Betrachtung. Und vielleicht ist Geschichte im Zusammenhang mit diesen aktuellen Fragen Internet der Dinge eigentlich nicht so evident. Und ich gehe auch so ein bisschen mit Skepsis in diese Rede, dass Sie vielleicht doch etwas anderes erwarten. Aber auch Überraschungen, und manchmal sind auch schlechte Überraschungen etwas Produktives. Warum, das ist die Frage, die wir sicherlich gemeinsam haben. Warum ist Transparenz zu einem so großen Thema geworden? Das Wort ist nicht neu. Es steht, wie ich gleich zeigen möchte, seit langem in unserem Lexikon zur Verfügung. Aber es hat eine erstaunliche Karriere gemacht, die sich in der folgenden Statistik zeigt. Sie kennen den Ngram Viewer von Google, der die Wortverwendungshäufigkeit in den von Google gescannten Büchern anzeigt. Und für das Wort Transparenz zeigt sich diese Verwendungsfrequenz in deutschen Büchern seit dem Jahre 1800. Es geht steil bergauf, so muss das ja auch aussehen. Es ist aber eben eine Momentaufnahme, und die Kurve besagt, dass im Jahre 1960 das Wort Transparenz alle 1 Million Mal in Büchern auftaucht, im Jahre 2000 alle 100.000 Mal. Das heißt, die Verwendungshäufigkeit hat sich in dieser Zeit also verzehnfacht. Und ich denke, es gibt guten Grund zu vermuten, dass sich der Wortgebrauch seit dem Jahre 2000 noch einmal vervielfacht hat. Offensichtlich hat die gesteigerte Verwendung des Wortes Transparenz mit dem Aufkommen der elektronischen, digitalen, vor allem eben der Internetkommunikation zu tun und verweist auf ein ziemlich schlagartig erwachtes Bewusstsein, dass die Welt zu einem entscheidenden Teil aus unbekannten Daten und Informationen besteht. Und dabei zeigt dieses Thema gleich zwei Seiten. In den USA und Kanada befassen sich die neueren Transparency Studies, also es gibt gleich einen Forschungszweig dort. Die Transparency Studies beschäftigen sich vor allem mit staatlicher und privater Überwachung. Der kanadische Soziologe David Lyons erläutert ein entsprechendes Forschungsprojekt mit der Feststellung: New transparency makes visible the identities of individuals, workings of institutions and flows of information.
Dieses Konzept von Transparenz verarbeitet die Vorstellung einer neuen Sichtbarkeit, nämlich das magische Erscheinen von Unmengen von Daten auf einem Bildschirm. Keineswegs aber ist es eine neue Durchsichtigkeit. Mit der am technischen Horizont auftauchenden Möglichkeit der neuen Transparenz wurde eben zugleich der Wunsch unwiderstehlich, dass diese Daten und Informationen kein Geheimnis mehr sein dürfen. Es soll sich kein Hindernis, es soll sich kein Schleier, kein Diaphragma vor die Zeichen und Bilder schieben, die ich gerne sehen, hören, lesen möchte. Alles soll meinen Sinnen zugänglich sein. Das ist eine Art von Alltagsverständnis von Transparenz. Mit diesem Alltagsverständnis aber verbindet sich eine große, übertriebene, beinahe religiöse Hoffnung. Openness is my religion, verkündet der Google-CEO Eric Schmidt. Diese Formel und viele gleichklingende machen deutlich, dass in der Erwartung und in der Forderung nach größerer, am besten nach vollkommener Transparenz, die religiöse Vorstellung einer besseren Welt steckt. Und daher müssen heute Regierungen, Unternehmen, Medien und längst auch Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International oder auch WikiLeaks unablässig Transparenz in Aussicht stellen. Und das Europäische Parlament hat eine Transparenzrichtlinie erlassen. EU-Kommissionschef Juncker erklärt zu den TTIP-Verhandlungen in einem unsterblichen Satz: Lasst uns transparenter sein, weil wir nämlich nichts zu verbergen haben. Die Frage, die ich nun zu diesen völlig trivialen Befunden stellen möchte, lautet jedoch: Wieso verbindet sich mit all diesen Versprechen von Transparenz eine so große, vor allem an die elektronischen Medien gerichtete Hoffnung? Warum müssen heute Regierungen, Unternehmen, Medien allenthalben Transparenz in Aussicht stellen? Meine These besagt, dass Transparenz im Sinne einer ungehinderten Sichtbarkeit oder Lesbarkeit des Privaten und Politischen ein traditionelles ideologisches Konzept ist. Ideologisch daran ist, um es ganz kurz zu sagen, dass das Transparente mit dem moralisch-sozial Guten und sein Gegenteil mit dem moralisch- und sozialen Übel gleichgesetzt werden. Und daher werde ich mich in meiner Kurzgeschichte der Transparenzversprechen auf solche Beispiele konzentrieren, in denen es darum geht, Geist, Körper, Seele oder das Gehirn von Menschen durchsichtig zu machen und damit die Welt zu optimieren. Bereits die antike Literatur liefert ein Beispiel. In einer Fabel des Aesop, die in vielen Varianten überliefert ist, wird der Nörgler Momus als Schiedsrichter in einem Exzellenzwettbewerb zwischen den Göttern Poseidon, Minerva und Vulkan aufgerufen. Es ist ein Erfinderwettstreit. Poseidon hat ein Pferd konstruiert, Minerva ein Haus und Vulkan einen Menschen. Aus der Werkstatt des Vulkan oder an dem, also alle diese Vorschläge fallen bei Momus, dem Kritiker, durch und vor allem an den Menschen aus der Werkstatt des Vulkan hat er zu bemängeln, dass er kein Fenster in der Brust trage, durch das man seine Gedanken und üblen Absichten lesen könnte. Auf dieser Darstellung aus dem 17. Jahrhundert ist Momus selber dargestellt und er behauptet eben von sich selbst, dass eben hier mit diesem Fensterchen in der Brust alles, ja, da natürlich Gedanken in dieser Zeit nicht im Kopf, sondern im Herzen und in der Brust abliefen, ist das also eine optische Zugänglichkeit zu seinen geheimen Gedanken. Der römische Schriftsteller Vitruv, Verfasser einer bedeutenden, dem Kaiser Augustus gewidmeten Abhandlung über die Architektur, schreibt im Vorwort zum dritten Buch dieses Werks, De Architectura, den gleichen Wunsch, nämlich das Innere der Menschen, die Gedanken, vor allem die bösen Gedanken, auslesen zu können, der größten moralischen Autorität der Antike, nämlich Sokrates, zu.
Und um nur einen Blick in die Gegenwart, jedenfalls ins 20. Jahrhundert zu werfen, so finden wir im Prinzip die gleiche utopische Aussicht durch den französischen Philosophen Jean-Paul Sartre ausgesprochen. In einem Gespräch zu seinem 70. Geburtstag erklärte er: Ich denke, dass Transparenz allenthalben an die Stelle dessen treten soll, was geheim ist. Ich habe recht klar vor Augen, wie eines Tages zwei Menschen keinerlei Geheimnis mehr voreinander haben werden, weil sie vor niemandem mehr eines haben werden, da dann sowohl das subjektive wie objektive Leben in völliger Offenheit gegeben sein werden. Und dann auf eine weitere Nachfrage: Was sei denn das größte Hindernis für diese Transparenz in der idealen Beziehung zwischen Individuen und der Gesellschaft? Sagt Sartre, das, was störe, das sei das Böse. Also der Sokrates zugeschriebene Wunsch nach Fenstern in der Brust des Menschen und Sartres Aussicht bilden eine Klammer von eben ja beinahe 2000 Jahren Transparenzversprechen. Im Mittelalter sind es christliche Kirchenväter, die diese Transparenz der Menschen denkbar machen. Im 17. Jahrhundert nimmt der Staatsmann und Pionier der neuzeitlichen Wissenschaft Francis Bacon diesen Gedanken auf. Transparenz in diesem Sinne, sozusagen der Offenheit und Durchsichtigkeit, Zugänglichkeit aller Gedanken, auch der geheimsten, versprechen sowohl der einflussreichste Denker der Neuzeit, Jean-Jacques Rousseau, als auch die Anhänger Robespierres nach 1793 und ebenso die Männer der russischen Revolution 1917. Und auf eigene Weise stellen auch die großen Architekten und Architekturutopisten des 19. und 20. Jahrhunderts eine bessere Welt durch transparentes Bauen in Aussicht. Nun, dieses Transparenzversprechen möchte ich an Beispielen illustrieren. Einmal an, ja, ganz mittelalterlich, dem theologischen Konzept der Seligen um 1300, an Charles Fourier's Utopie einer befreiten Gesellschaft um 1800 und an dem in unsere Zeit fallenden Versprechen der Neurosciences mit den Mitteln der funktionellen Magnetresonanztomographie, das alte Problem von Wahrheit und Lüge von den Menschenlippen zu bannen. Der Leitbegriff dieser Tagung, True Fiction, taucht sinngemäß bereits in der Fachsprache des römischen Rechts vor 2500 Jahrtausenden auf. Auch in der beginnenden Neuzeit pflegten Glossatoren wie Cinus da Pistoia die Fictio Juris und gaben dafür die Definition: Fictio est contra veritatem, sed pro veritate habetur. Also die Fiktion ist ganz und gar nicht wahr, aber sie wird für Wahrheit genommen. In römischer Zeit führten die Juristen solche fiktiven Rechtskonstrukte ein, weil anders bestimmte traditionelle Regeln der alten Republik nicht mehr mit den politischen und militärischen Gegebenheiten in Einklang gebracht werden konnten. Eine alte Gewohnheit, nämlich des mos maiorum, also der Sitten der Altväter. Die alte Gewohnheit besagte, dass zu einer Kriegserklärung eine blutige Lanze auf das feindliche Gebiet geworfen werden muss. Und dieses Ritual entstammte natürlich der Zeit, als sich die Römer noch mit den Nachbarn in Latium stritten. Aber im Zuge der expansiven Kriegsführung Roms war das halt nicht mehr möglich. Wer konnte von Rom eine Lanze etwa nach Griechenland oder Ägypten schmeißen? Hat man sich eben ausgedacht, dass einfach ein Stück Boden in Rom getauft wurde, das ist Ägypten oder das ist Griechenland oder das ist Libyen, und dann wurde diese blutige Lanze dorthin geschleudert. Das eben bezeichneten sie als Fiktion. Und diese Fiktionstricks stammen, wie es der Historiker Demelius gezeigt hat, sie entsprangen der neuen unblutigen Praxis des Opfers, wo dem Gott nicht mehr ein Mensch oder ein Opfertier dargebracht wurde, sondern ein Bild.
Und so soll nach einer berühmten Erzählung im Wörterbuch Onomastikon des alexandrinischen Gelehrten Julius Pollux aus dem 2. Jahrhundert in Theben das Opfer eines Widders, griechisch Tormelon, ersetzt worden sein durch einen Apfel, der gleichfalls Tormelon heißt. Und man hat dann in diesen Apfel 4 Stäbe für die Beine und 2 Stäbchen für die Hörner gesteckt. Und dieses Figürchen spielte eben auf seine eigene Weise, man könnte sagen auf doppelte Weise mit der Ähnlichkeit, nämlich einmal durch die Homonymie, Melon, Widder und Apfel und zum anderen eben durch diese figürliche Ähnlichkeit. Das Opfer soll der Gott Herakles als ausreichende Huldigung betrachtet haben. Eine Rechtsfiktion, die wir heute noch kennen, üblich ist, ist die Redeweise, wonach abstrakte Einheiten wie Städte oder Unternehmen als Körper oder als Körperschaften betrachtet werden, um sie in Analogie zu Menschenkörpern als Rechtssubjekte betrachten zu können. Und demgemäß hat bereits das frühe römische Recht die einprägsame Formel gefunden, Fictio est figura veritatis, also sinngemäß die Fiktion ist eine Gestalt oder eine Abart der Wahrheit selbst. Ein Apfel mit 6 Hölzchen ist eine künstliche, wahrheitsfähige Gestalt des Widders. Und ganz entsprechend haben die Gelehrten der Scholastik auch Begriffe als Fictiones intellectuales betrachtet, denn das Wort oder der Begriff Widder ist bekanntlich selbst kein Widder, sondern eine Klangfolge, die gegebenenfalls die Vorstellung eines gehörnten Tieres hervorruft. Nun, meine vielleicht für Sie etwas langweilige Rückkehr zu antiken oder mittelalterlichen dogmatischen Formeln ist doch bisweilen unvermeidlich, um für unsere semantisch ausgefransten Begriffe Bezugsgrößen zu finden. Der Ausdruck True Fiction deutet ja an, dass sich mit der Digitalisierung in unserem Alltag über Tausende von Programmen, Anschlüsse und Applikationen eine Art neuer, magischer Wirklichkeit etabliert. Das kam ja auch eben zum Ausdruck. Diese fiktive Welt wird nicht mehr von uns selbst kontrolliert, sondern unterliegt komplexen Steuerungen, von denen wir zum Teil gar nicht mehr wissen, wie sie funktionieren. Meine kurze Geschichte der Transparenzversprechen nehmen den Weg also von der künstlichen Erzeugung dieses Begriffs, dieses Terms in der Scholastik bis in unsere Epoche. Und die leitende Frage dabei ist, ist Transparenz eine Figura Veritatis, so wie es die römischen Juristen dachten? Ist Transparenz unser Widder, also eine Fiktion, die wir den Göttern des digitalen Zeitalters zum Opfer bringen? Nun, das ist in meinen Augen ziemlich zweifelhaft. Und darum wende ich den Leitbegriff ins Negative und kündige diesen kleinen Beitrag eben als Untrue Fiction an, was sich wie eine Tautologie liest, aber im Zusammenhang eben mit dem, was die Figura Veritatis besagt, zu verstehen ist. Wort und Begriff. Transparenz, die seit gut 2 Jahrzehnten eine beispiellose Karriere im Diskurs der Wissenschaft, der Medien, der Politik erleben, entstammen dem Latein des Mittelalters. Das klassische Latein kennt diesen Ausdruck nicht. Der eben zitierte römische Architekturtheoretiker Vitruv wählte noch das Wort translucidus, um die Momos-Idee eines durchsichtigen Menschen, einer durchsichtigen Brust zu illustrieren. Es war zunächst der Kirchenlehrer Albertus Magnus, der in seinem lateinischen Traktat über die Seele Transparenz beschrieb als Eigenschaft eines Mediums, das unsichtbar ist und dafür Licht sichtbar machen kann. Eine erste Bestimmung. Nur warum entstand plötzlich im 13. Jahrhundert ein solches Bedürfnis, dieses Wort ja zu erfinden? Antwort: Es ging den Theologen darum, die körperliche Verfassung der ewigen Seelen zu beschreiben. Diese Seelen, so legten sie klar, sind durchsichtig, aber zugleich auch leuchtend. Und dann lautete die bange Frage, die die scholastischen Denker stellten:
Wenn wir die Seligen einmal in ihrer himmlischen Welt besuchen, können wir mit unseren sterblichen Augen überhaupt diese durchsichtigen Seelen sehen, erkennen. Thomas von Aquin, die wichtigste theologische Autorität des Mittelalters, erläutert dies in seinem Kommentar zu Aristoteles. Und dort heißt es: Es ist evident, dass weder Luft noch Wasser noch irgendetwas dieser Art wirklich transparent ist, ohne dass Licht darauf fällt. Insofern ist das Transparente selbst potenziell entweder hell oder dunkel, wobei Letzteres nur ein Mangel an Licht ist. Ganz so wie die erste Materie der Möglichkeit nach eine Form hat oder unförmig ist. Daher ist also Licht für das Transparente, was Farbe für die endlichen Körper ist. Licht und Farbe geben dem Medium, das sie aufnimmt, Aktualität und Gestalt. So ließe sich auch sagen, dass Licht die Farbe der Transparenz ist, da doch in der Tat das Transparente durch irgendetwas Lichtbringendes hervorgebracht wird, sei es nun Feuer oder etwas Entsprechendes oder ein leuchtender himmlischer Körper. Denn zugleich hell und leuchtend zu sein, ist das Gemeinsame des Feuers und der himmlischen Körper, so wie es das Gemeinsame von Luft, Wasser und himmlischen Körpern ist, transparent zu sein. Nun, in diesem sehr scharfsinnigen, scholastischen Überlegungskreis deutet sich noch einmal das spezifische Interesse an, warum das Wort Transparenz eingeführt werden musste. Thomas will die Frage beantworten, woraus die himmlischen Körper physikalisch wie theologisch bestehen, wie jene Materia prima beschaffen ist, die sowohl die Substanz der sublunaren Welt als auch die der dort lebenden Geister ist. Später in den Supplementen zu der Summa Theologica erörtert Thomas dann die entscheidende Frage, die ich eben angedeutet habe, ob die Seelen der Erlösten nach ihrer Auferstehung auch von dem Auge der Unerlösten erblickt werden können. Und Thomas erklärt beruhigend, dass tatsächlich die Seelen der Seligen mit den Augen der Unerlösten erblickt werden können. Sie sind transparent wie Glas und in diesem glasartigen Medium ruht die Seele wie aus Gold. Transparenz, so dürfen wir fürs Erste festhalten, ist in der Scholastik die Ankündigung, welchen körperlichen Zustand die Seligen nach ihrer Erlösung annehmen. Wir haben es zunächst mit einem metaphysischen Versprechen zu tun. Transparenz kommt aus der göttlichen Sphäre und das Licht, wie auch die Seelen, die das Licht aufnehmen, partizipieren an dieser himmlischen Herkunft. Das heißt, die große Karriere des Transparenzbegriffs und seiner Versprechen setzt die gewaltige theologische Arbeit voraus, eine Vorstellung des Zustandes der Seligen bzw. der Erlösten zu geben. Nun, diese abstrakte, zugleich physikalische wie metaphysische Konzeption von der Transparenz wird an einer wunderbaren Stelle in Dantes Jenseits-Epos Divina Commedia anschaulich. Bekanntlich stellt diese große Dichtung des ausgehenden Mittelalters den Bericht einer Jenseitsreise in drei großen Büchern dar, die das Inferno, das Purgatorio und das Paradiso vor die Augen des Lesers führen. Der Erzähler dieser Reise wird durch die drei Jenseitssphären jeweils von kundigen Führern geleitet. Auf dem Läuterungsberg wie auch im Paradies wird er von Dantes verstorbener geliebten Beatrice begleitet, die ihn alle theologischen, historischen und politischen Geheimnisse einführt, die es dort zu begreifen gilt. Im dritten Gesang des Paradiso begegnet nun dieser Jenseitswanderer zum ersten Mal einer dieser seligen Menschen, deren körperliche Beschaffenheit die Denker der Scholastik so intensiv beschäftigt hat. Die ersten Seelen der Verstorbenen erblickt er nun im Mondhimmel. Und jetzt eine kleine Einführung in die mittelalterliche Vorstellung der kosmischen Systeme. Das sind eben die Sphären, die man sich also eben dreidimensional vorstellen muss.
Und der Weg des Wanderers geht von hier, wo man so etwas wie Reste einer Landschaft sieht, dann eben hier durch diesen Feuerkreis. Und das ist der Mondkreis, also die erste Sphäre des Jenseits. Und die geht dann durch die anderen Planetenkreise. Und das Ganze endet dann hier im Habitaculum Dei. Das ist also gewissermaßen die Wohnstätte Gottes, naiv ausgedrückt. Diese Begegnung des Wanderers mit den ersten unsterblichen Seelen im sanften Mondlicht vermittelt eine Vorstellung von dem, was die Theologen jener Zeit unter der Helligkeit und Transparenz der Seelen zu verstehen suchten. Der Jenseitswanderer begreift zunächst nicht, was er da sieht. Er blickt die transparenten Seelen, glaubt jedoch, dass es Spiegelbilder sind. Und ich zitiere diese Stelle in der Übersetzung von Hermann Melin. Doch eine Vision ist mir erschienen, von deren Anblick ward ich so gefesselt. Und jetzt kommt das, was er sieht. So wie in glatten und durchsichtigen Gläsern oder in reinen, ruhigen Gewässern, die nicht so tief, dass man den Grund verliert, sich unsere Angesichter widerspiegeln, so dass auf weißer Stirn eine Perle nicht matte anzuschauen in unseren Augen, sah ich Gesichter, die bereit zu reden. Weshalb ich in das Gegenteil des Irrtums verfiel, der einst Narziss mit Lieb entflammte. Ich wandte sogleich, als ich bemerkte, da sie als Spiegelbilder mir erschienen, die Augen um zu sehen, woher sie kämen. Nichts konnte ich sehen. Der Wanderer glaubt also, in den seligen Gestalten vor sich reflektierte Bilder, ja, Fiktionen, zu sehen, als ob er ins Wasser blickte. Er wendet sich nach rückwärts, um gewissermaßen die Originale, die in der Spiegelung nur kopiert scheinen, anzuschauen. Und er verfällt dabei dem umgekehrten Irrtum des Narziss, der bekanntlich in seinem eigenen Spiegelbild im Wasser eine reale Person wahrzunehmen glaubte. Hier sieht der Jenseits, oder hier glaubt der Jenseitswanderer, zunächst ein virtuelles Bild zu sehen, aber es ist nicht so, sondern er blickt eine echte Substanz, eine echte substanzielle, transparente Seele. Er merkt das aber nicht, bis ihn seine Begleiterin und Lehrerin Beatrice darauf aufmerksam macht. Nein, lieber Wanderer, wo du im Medium fiktive Bilder zu sehen glaubst, dort hast du tatsächlich metaphysische Wirklichkeit vor Augen. Das ist also eine lebendige Anwendung der theologischen Beschreibung der immateriellen Geister und Seelen. Alle Seelen sind zwar Substanzen im aristotelischen Sinne, aber sie sind immateriell. Nun, für unsere Thematik der Fiction und hier speziell der Fictio Figura Veritatis ist nun von Bedeutung, dass dieses Wort von Anbeginn an als Metapher geboren wird. Die evidente Durchsichtigkeit von Luft und Wasser dient im Anschluss an das griechische Wort diaphaino zur Kennzeichnung von immateriellen geistigen Substanzen. Zwar geht es dabei auch um Sichtbarkeit, aber diese Transparenz der unkörperlichen Materien, Götter, Seelen, Geister ist von vornherein metaphorisch. Denn auch in Dantes Paradiso erblickt der Jenseitswanderer die Seele in einem anderen transparenten Medium der himmlischen Sphäre. Das nun ist der sprachhistorische Befund. Der Begriff Transparenz wird also im Mittellateinischen aus Bedürfnissen der Theologie als Metapher einer fiktiven Seinsart hervorgebracht. Die Seligen geistern durch die Ewigkeit als sichtbar gewordene Unsichtbarkeit. Dante nimmt in der Divina Commedia lediglich den gelehrten Wortgebrauch auf und vermischt ihn der Anschaulichkeit halber mit transparenten Substanzen wie Wasser und Glas. Aber in den Augen seines Jenseitsbesuchers erscheinen sie als Flächen, die eine reflektorische Qualität behalten. Im transparenten Medium, und das ist hier das Paradies der Mondsphäre, wie wir es eben gesehen haben, noch einmal dieser, das war der dritte
Innenkreis. Diese transparente Unsichtbarkeit entspricht nun in der Tat der Formel von der Fictio Veritatis. Nun erfolgt der Sprung ins 18. Jahrhundert. Eine politische Konzeption der unschuldigen, seligen, transparenten, irdischen Wirklichkeiten stammt von dem Schweizer Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Rousseau hat in seinen politischen und autobiografischen Schriften die moderne Gesellschaft unter das Gesetz von Aufrichtigkeit und Durchsichtigkeit gestellt. Sein Brief an D'Alembert über das Theater, der in erster Auflage 1758 herauskam und einen gewaltigen Publikumserfolg erzielte, überträgt das Transparenzversprechen auf das Politische. Sein Brief ist eine Antwort auf einen Vorschlag des Aufklärungsphilosophen D'Alembert, der in der Republik Genf ein Theater gründen wollte. D'Alembert betrachtete, wie im 18. Jahrhundert, die bürgerliche Welt, das Theater als ein wichtiges Forum der bürgerlichen Selbstdarstellung. Aber Rousseau hielt dagegen, indem er sagte, nein, das Theater, das ist eine gefälschte Wirklichkeit. Es ist Fiktion und nicht einmal eine Figura Veritatis. Wenn wir Theater und zu viel Theater sehen, werden wir auch in unseren Beziehungen Theater spielen hinter der Wahrheit und hinter den Masken dieser sozialen Fiktion verschwinden. Aber gegen Ende seiner Polemik gegen das Theater gegen Ende seiner Beschwörung der Fiktionsgefahr fragt Rousseau dann, am Ende, soll es denn in einer Republik keine Schauspiele geben? Und er antwortet selbst, doch. Es soll Feste geben als Schauspiele, aber in diesen Schauspielen wird das Volk sich selbst zeigen. Und aus diesem Grundsatz heraus entwickelt Rousseau die Idee einer repräsentationslosen, aller Theatralität und Fiktion entkleideten Republik, die nur sich selbst bei festlichen Anlässen in Szene setzt. Kleines Zitat. Wie soll das aussehen? Pflanzt in der Mitte eines Platzes einen mit Blumen bekränzten Baum auf, versammelt dort das Volk und ihr werdet ein Fest haben. Oder besser noch, stellt die Zuschauer zur Schau. Macht sie selbst zu Darstellern, sorgt dafür, dass ein jeder sich im anderen erkennt und liebt, dass alle besser miteinander verbunden sind. Connecting all people, hätte er sagen können. Unter dem blumenbekränzten Baum verwandeln sich also die Zuschauer in Handelnde. Sie heben die Trennung zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen Bühne und Zuschauer auf. Sie sind zugleich Akteure des Politischen und des Staates und seine Zuschauer oder Beobachter. Die Beobachtung ist aber nicht äußerlich, sondern jeder liest, wie es bei Rousseau heißt, im Herzen des anderen. Eine alles durchdringende, rückhaltlose Mitteilung und absolute Transparenz umfangen die Teilnehmer an den republikanischen Festen. Ach, dann habe ich, glaube ich, eben das falsche Zitat vorgelesen. Hier geht es weiter. Wie sieht das dann aus? Der Genfer ist dann lebhaft, fröhlich, zärtlich. Er hat das Herz in den Augen, wie er immer das Herz auf der Zunge trägt. Er brennt darauf, seine Freude, sein Vergnügen mitzuteilen und auszutauschen. Und so weiter. Dieses Fest, wo sich die Leute selbst vollkommen durchsichtig darstellen, ist also ein Exzess der Mitteilung, ein Karneval der Kommunikation ohne Worte. Das Sprechen der Herzen, die strukturelle Wortlosigkeit, ist geradezu die Bedingung dieser Durchsichtigkeit. Rousseau hat bekanntlich die Erfindung der Sprache für ein großes Übel gehalten, wie überhaupt eben das Zusammenkommen und das gesellschaftliche Leben. Rousseaus Transparenztraum, das messianische Versprechen von Medienlosigkeit, beeindruckt in der folgenden Zeit nicht nur Erzieher, Dichter und Mütter, sondern auch Revolutionäre und Sozialreformer. Ich überspringe jetzt die französische
Revolution, die Rousseaus Vorstellung einer Gesellschaft, die nur ihre eigene Freiheit darstellt, zum terroristischen Wahn ausarbeitete. Es sind die sozialen Utopien des 19. Jahrhunderts, die die neuen Gesellschaften unter das Gesetz der truglosen Liebe und vollkommenen Verständigung bringen wollten. Ein ebenso treuer wie eigenwilliger Schüler Rousseaus war der Sozialist Charles Fourier. Fourier, der aus wohlhabendem Hause kam, verlor während der Französischen Revolution sein Vermögen und verschrieb sich dann Anfang des 19. Jahrhunderts der Ausarbeitung seiner Theorie sozialer Harmonie. Und diese Harmonie, die Fourier zunächst in seinem Werk über die vier Bewegungen entwickelte, dachte er in Analogie zu Isaac Newtons Konzept der Gravitation und der wechselseitigen Beeinflussung der Gestirne. Was Fourier dort als Gesellschaftsutopie entwickelt, ist eine geokosmische Veranstaltung. Der Gravitation, der Bewegung der Stirne entsprechen nach Fourier in der Menschenwelt die Leidenschaften. Sie sind die sozialen Anziehungs- und Abstoßungskräfte. Die Entwürfe kollektiven Lebens, die als Wirtschafts- und Liebesgemeinschaften in durchsichtiger Architektur einrichtete, nannte Fourier Phalanstère. Das ist gewissermaßen ein Schema, natürlich noch ganz an die äußere Architektur des Ancien Regime geknüpft. Aber diese Phalanstère sollten ganz im Sinne Rousseaus die Gesellschaft von aller Maskierung, allem Trug, allem Fiktiven befreien. Denn der Keim des Betrugs in den modernen Gesellschaften liegt für Fourier darin, dass die Affekte unter das Joch der Moral gezwungen werden. Deswegen gibt es eben auch Liebesgemeinschaften und eben Kommunikation zwischen allen und die Wohnstätten, die Wohnhäuser sind vollkommen aus Glas. Auch Fourier hätte, wie Eric Schmidt sagen können, Openness is my religion. Sein Versprechen aber lautet, dass der natürliche, der maskenlose, vom Theater sozialer Konventionen befreite Mensch auch der gute Mensch ist. Die Voraussetzung dafür, dass das wirklich funktioniert, besteht eben darin, dass alles unter den Augen aller passiert. Die neue Gesellschaft findet ihr Heil darin, dass niemand seine Leidenschaften unterdrücken muss, sondern dass sich alle Beziehungen in völliger Freiheit und Aufrichtigkeit und Transparenz ausleben. Dieses Zusammenspiel von Transparenz und maskenloser sozialer Kommunikation bilden aber doch den Traum und das dauernde Versprechen der Moderne. Der Traum endet allerdings dort, also dieses Fourier-Projekt ist an vielen Stellen der Welt, Südamerika, Nordamerika, Frankreich, Russland, ausprobiert worden und begreiflicherweise immer gescheitert. Die im 19. Jahrhundert entwickelte neue Bauweise aus Glas und Stahl knüpften daran an, und zumal die prominenten Architekten von Mies van der Rohe, Peter Behrens bis Le Corbusier haben sich in ihrer Vorstellung, welche sozialen Wirkungen ihre Bauweise mit Glas und Stahl haben könnte, an diese Konzeption Fouriers angeschlossen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind nun eben Architekten, Schriftsteller und Künstler beteiligt. Ein großartiges Beispiel dafür liefert der Dichter Paul Scheerbart in seiner dem Architekten Bruno Taut gewidmeten Abhandlung zur Glasarchitektur von 1914. Das ist Scheerbart und dieses Buch. Dort singt Scheerbart das hohe Lied der modernen Beton- und Glasarchitektur durch durchsichtiger Türen und Wände, öffentlicher, transparenter Gebäude und Fabriken, Markthallen, Flughäfen, Eisenbahnen und Flussschiffen. Ihm reicht es aber nicht, dass das bisher dichte und opake durchsichtig wird. Scheerbart möchte auch, dass die Welt, die Parks, die Gebirge, die Flüsse und Nächte beleuchtet werden und dies auch farbig.
Gleichsam wie die Prima Materia und die gloriosen Seelen im Jenseits von Thomas von Aquin und Dante soll alles zugleich durchsichtig sein und leuchten. Alle diese Aussichten an sich selbst in ihrem Wohnstil, in ihren urbanen Lebenswelten und schließlich auch in der sogenannten Natur vollendet sichtbar haltenden Gesellschaft sind auch nicht allein ästhetisch begründet, sondern vor allem sozial. Scherbart erwartet von dieser neuen, hellen, diaphanen Welt einen neuen Menschen und eine neue, radikale Umwandlung der urbanen und ländlichen Umwelten. Nur ein Zitat, den vorletzten Absatz, da schreibt er, und auch von Fenstern wird man nach Einführung der Glasarchitektur nicht mehr viel reden. Das Wort Fenster wird auch im Lexikon verschwinden. Das sind freilich Zukunftsbilder, doch solche, die wir im Auge behalten müssen, wenn die neue Zeit mal entstehen soll. Und noch einen weiteren kleinen Beleg, um das abzuschließen. Dieses utopische Transparenzgefühl findet man nahezu wörtlich in André Bretons surrealistischen Roman Nadja von 1928 wieder. Dort schreibt der Erzähler, was mich betrifft, ich werde weiterhin mein Glashaus bewohnen, wo man zu jeder Stunde sehen kann, wer mich besucht, in dem alles, was an den Plafonds und an den Wänden aufgehängt ist, wie durch einen Zauber festhält, wo ich nachts auf einem Glasbett mit Betttüchern aus Glas ruhe, wo mir früher oder später mit dem Diamanten eingeschrieben sichtbar wird, wer ich bin. Und damit bin ich in diesem Galoppritt durch die Geschichte der Transparenzversprechen beim letzten Kapitel, bei den also seit dem antiken Momos laufenden Versprechen durch Blicke in die Menschenseele das Gute in der Gesellschaft zu sichern. Ich weise nur kurz darauf hin, dass es gewiss auch früher bereits Verfahren gegeben hat, in die geheimen Regionen der Menschenseele vorzudringen. Man denke nur an die Prozeduren der Beichte, der Folter, der Lügendetektoren, ja, vielleicht auch der Psychoanalyse. Jetzt aber, heute setzen neue Techniken dazu an, das Momos-Fenster weiter aufzureißen. In einem Interview mit der Berliner Zeitung im Jahre 2007 stellt der Hirnforscher John Dylan Haynes in Aussicht, zitiere, in einigen Jahren wird man an Hirnscans ablesen können, ob jemand zum Beispiel in einem Al-Qaida-Ausbildungscamp gewesen ist oder ob einer schon einmal eine Bombenbauanleitung studiert hat. Man kann sagen, hier entsteht ja das gleiche datenrechtliche Problem wie bei den selbstfahrenden Autos, wo man dann die Module nimmt und guckt, ob jemand zu schnell gefahren ist. Die funktionelle Magnetresonanztomographie bietet nun seit rund 2 Jahrzehnten die Möglichkeit, kognitive, emotionale und kreative Prozesse am Kortex in vagen Mustern neuronaler Erregung lokal zu bestimmen. Längst bezeichnet das Wort Brain Reading ausgedehnte, medial aufmerksam verfolgte Forschungsaktivitäten mit extremen Versprechen. Nun will ich hier nicht die seriösen und abwegigen Forschungen unterscheiden, sondern ich will nur zeigen, wohin das Transparenzversprechen heute die Wissenschaft treibt. Also noch ein Beispiel für die Technik, das Böse endlich durch Blicke in das Menscheninnere zu besiegen. Die US-amerikanischen Unternehmen Cephos und No Lie MRI bieten auf funktioneller Magnetresonanztomographie basierte Lügendetektionen bereits an. Auf ihrer Website kann man sich also von solchen Bildchen in die Irre führen lassen, wonach Wahrheit und Lüge sich an Hirnscans auslesen lassen. Und jetzt war ich zu schnell. Also auf der Website von No Lie MRI, da haben wir es, werden Government
Kunden mit folgendem Service angesprochen. Für Entwicklungsländer, wo Regierungskorruption ein ernstes Problem darstellt, würde die genaue Lügendetektion eine gewaltige Hilfe sein, um korrupte Personen zu bekämpfen. Es trüge dazu bei, den Regierungen und Wirtschaftsunternehmen mehr Vertrauen zu schenken, Kapitalinvestitionen in größerem Umfang zu ermutigen und die Modernisierung in diesen Ländern anzuregen. Der Wissenschaftler, der hinter dem No-Lie-Service steht, ist der Psychiater und Neuroscientist Daniel Langleben von der University Pennsylvania. Die Presse, amerikanische Presse, lobt ihn, Langleben, als Pionier der neurowissenschaftlichen Lügenforschung, und das amerikanische Public Radio meinte, dass er als der Revolutionär der Lügendetektion in die Geschichte eingehen werde. Nun, diese Geschichte, in die er eingehen soll, währt bereits 12 Jahre, und bislang stehen Langleben und manche seiner Kollegen als Wissenschaftler da, die die Welt mit Untrue Fictions in die Irre führen. Das Wort Lügenforschung zeigt hier eine zweite Bedeutung an, und in seiner Streitschrift Neuromythologie macht der Neurowissenschaftler Felix Hassler den Vorschlag, die Betreiber der Lügen-fMRI-Firmen einmal selbst in ihren Scannern zu befragen, ob sie an die Sinnhaftigkeit ihrer Methoden glauben. Ich komme zum Schluss. Das Transparenzversprechen ist nicht nur auf die Lippen von Wissenschaftlern gegangen, sondern auch auf die von Richtern, Geschäftsleuten und Regierungsbeamten. Es sind die Werkzeuge, die der kleine Gott Momus bereits gerne geschmiedet hätte. Alle diese Transparenzkonzepte der Seele, der Bilder, der Sprache, der Gesellschaft liefern Bilder für das messianische Verlangen der abendländischen Welt, eine medienlose, mithin protoparadiesische, unschuldige Welt einrichten zu können. Eine revolutionäre oder technische Erneuerung des Lebens und der Sprache würden die Menschengesellschaft wieder ihrem Ursprung zurückgeben, so dachte Rousseau. In dem ideologischen Gerede von Openness und Connecting schwingen alle diese alten Ideen mit. Ohne es zu wissen, aber hören die Propheten und Ideologen der Transparenz auf die von der antiken Philosophie über die Kirchenväterliteratur, die Aufklärung, die politischen Utopien des 19. und 20. Jahrhunderts geschleppte Untrue Fiction, dass die Durchleuchtung der Menschen und ihr endgültiges Transparentwerden jene Freiheit und moralische Reinheit gewähren könnte, wo sich alle Macht und zumal die Macht des Bösen verflüchtigen. Das Transparenzversprechen ist die Untrue Fiction, die Dichte, Materialität, Medialität und Technizität der Welt und damit das vermeintlich Böse zum Verschwinden bringen wollen. Danke für Ihre Geduld. Ich bin fertig. Professor Schneider, vielen Dank. Transparenz, Untrue Fiction. Kurze Geschichte der Transparenzversprechen war der Vortrag. Ich sind Fragen. Man könnte ja jetzt noch die Gegengeschichte dazu erzählen im Sinne der Dialektik der Aufklärung. Haben Sie das mal verfolgt, wie sich diese Transparenzversprechen mit Geheimnisversprechen, wie die sich gegeneinander abspielen? Ich habe jetzt an diese Liedzeile "Die Gedanken sind frei", die dann in der 1848er Aufklärung sehr wichtig geworden ist, was ja genau das Gegenstück zu diesem Transparenzversprechen wäre, sodass man vielleicht sich angucken müsste, wie Transparenzversprechen und Geheimnissicherheit, wie die immer wieder aufeinander antworten. Ja, also das, was Sie ansprechen, politisch ist ja, man könnte sagen, eben 2 Jahrhunderte lang eigentlich unter dem Begriff von Öffentlichkeit gelaufen. Nicht? Und dass wir im Grunde so viele Forderungen, was Informationsleistungen von Regierung und Unternehmen anlangt,
nun mit einem neuen Begriff bezeichnen. Das ist eigentlich das Phänomen, dem ich auf der Spur bin. Während natürlich dieser alte Begriff der Öffentlichkeit, ja, dass das gewissermaßen auf den Tisch, dass die Öffentlichkeit informiert werden soll. Das ist sozusagen die Redeweise bis Ende des vergangenen Jahrtausends. Und jetzt sind wir übergegangen und haben diesen anderen Begriff erfunden. Aber Sie haben natürlich im Prinzip vollkommen recht, dass diese Geschichte eine Aufklärungsgeschichte ist. Ja, die Aufklärungsgeschichte hat natürlich eben diese Dialektik, dass sie einerseits das freie Denken natürlich favorisiert, das ist eine kantische Idee, dass sie aber mit dieser Freiheit den Gedanken und ich könnte sagen, das politische Instrumentarium entwickelt, dieses freie Denken zu kontrollieren. Nicht? Das ist das, sagen wir ganz global gesehen, das politische Spiel, das dabei, ich meine, das ist eben charmant, denke ich, einfach in dieser Idee von Fourier, ja, also der Liebesgemeinschaft, einer Kommunikation, die sich überhaupt keine Grenzen setzt oder die sich eben, wenn Grenzen setzt, aus purer Freiwilligkeit, nicht weil es sozusagen Diskursregeln gibt, sondern weil es eine Art von wechselseitiger Einstimmung und Einfühlung, ja, Harmonie, das ist ja die Idee, dass sich Harmonie so herstellt, wie eben die Harmonie der himmlischen Planeten. Ja, also jedes Subjekt hat seine eigenen Kräfte, Energien, Emotionen und so weiter. Aber lässt man das nur, ja, das ist sozusagen, dereguliert man sozusagen den Affektbetrieb, dann läuft es super. Ja. Also erstaunlich finde ich die No-Lie-MRI. Toll, ja. Ja, selbst wenn das 12 Jahre alt ist, ist es heute, findet man das so gesehen immer wieder, wenn man spricht über Brain-Computer-Interfaces. Und die also zum Teil, die beworben werden, dass man Gedanken lesen könnte. Und das ist schon ein wenig ernüchternd, dass man sich mit solchen Aussagen, was heißt durchsetzen, so sind die sowieso noch nicht, dass sie jetzt marktgängig werden, aber dass man sich mit solchen Aussagen immer noch in der Öffentlichkeit bewegen kann, ohne ausgelacht zu werden. Das ist seltsam. Also genau, sagen wir, dieser Herr Heinz, den ich eben zitiert habe, ist ein prominenter Neurowissenschaftler an der Charité, der mit solchen Äußerung an die Öffentlichkeit getreten ist. Und dann eben im Wesentlichen sind es Wissenschaftsjournalisten, die das aufgreifen und toll finden. Und nicht auf der Höhe, weil es gibt ja wirklich auch eine ganze Welt, ja, diese Neuroforschung ist ja nun wirklich flächenmäßig über den ganzen Erdball verbreitet. Und was eben die Neurolinguistik anlangt, ja, die auch Millionen von armen Studenten in den Hirnscanner geschoben hat, wo die halt alle möglichen Dinge machen mussten, ja, Wörter sprechen, nachsprechen und so weiter. Immer wurden diese wunderbaren Bildchen davon gemacht. Die ist da, wo sie seriös ist, schon sehr, sehr weit. Aber wenn sie am weitesten ist, dann sagt sie, dieses Sprachgeschehen ist so komplex, ja, wie wir es uns nie haben vorstellen können. Und deswegen ist diese Idee, nicht, man kann natürlich Sprachmuster generieren, man kann eine Person dieselbe Lautfolge zehnmal sprechen oder denken lassen und dann, wenn man das ein paar Mal hintereinander gemacht hat, bekommt man ein weitgehend gleiches Erregungsmuster. So. Aber damit ist absolut nicht gesagt, dass dieses Erregungsmuster dieses Wort ist, sondern dass es dort an dieser Stelle eine sichtbare Spur gibt, die etwas über Hirntätigkeit in diesem Zusammenhang sagt. Aber lesbar, ja, dieser Gedanke. Lesbar. Also ich meine, Brain-Computer-Interfaces werden im Wesentlichen aktuell eingesetzt für Schwerstbehinderte, um Cursor-Steuerung zu machen. Und da geht es um rechts und links und Enter oder auch nicht. Und das funktioniert relativ gut, weil die Leute, die BCIs aufhaben, selbstverständlich genau das wollen. Sie haben ein Bedürfnis danach und sie trainieren und sie lernen quasi, den Gedanken so zu denken, dass das BCI tatsächlich mitkommt.
aber man liest niemandes Gedanken. Haben Sie es gesehen? Haben Sie es mal gesehen? Ach, ich habe das gesehen, ich habe das ausprobiert, es geht, es ist alles in Ordnung, aber es geht wirklich hoch, runter, ja, hoch, runter, rechts, links, entferne dich, komme näher. Solche Dinge kann man, aber man muss sich darauf einlassen, die Einmessung ist ein bisschen, es ist ganz interessant, aber man liest wirklich keine Gedanken. Man erkennt Muster. Also ich hätte eine ganze Reihe von Anregungen, die Sie losgetreten haben, die ich hier jetzt aber gar nicht alle unterbringen kann und möchte. Was ich ganz interessant fand, den Bogen haben Sie angefangen bei dem Fenster in der Brust. Das Internet ist groß geworden durch die Windows-Technologie, also durch die Fenster. Okay. Ja, nicht mit den Befehlszeilen, die man eintippen muss, sondern öffnet ja auch ein Fenster in die Welt oder erschließt uns etwas. Also nicht nur dieser Negativgedanke, sondern öffnet ja auch etwas. Und dies hier ist im Prinzip auch ein Fenster mit der Bildgebung, mit dem bildgebenden Verfahren in unser Gehirn, durch das wir letztlich nur Muster sehen können. Aber die besondere Qualität der Big Data-Ära, die wir jetzt ja bestreiten, liegt ja gerade darin, nicht in die Gedanken hineinzuschauen, sondern die Verhaltensweisen aufzuzeichnen. Ich erinnere mich an das Bild von Herrn Beckedahl, der vorhin eben diese Wege als Heatmap gezeigt hat, die jemand zurücklegt vom Arbeitsplatz und zu seinen Kongressorten und daraus Muster zu entwickeln, die ja im Prinzip eine Transparenz darstellen, von der man sagen könnte, die ist ja erstmal neutral, die ist einfach da, die ist gegeben, das ist jetzt nicht eine Bewertung, sondern es kommt darauf an, wie ich diese Daten interpretiere und analysiere und da haben eben die großen Unternehmen, die wir auch schon mehrfach genannt haben, natürlich völlig andere Möglichkeiten, Muster und Strukturen zu entdecken in unserem Verhalten, dass wir tagtäglich wahrscheinlich unbewusst aus Gewohnheit, aus Bequemlichkeit abarbeiten, aber das dann interpretiert wird in eine gewisse Richtung, das muss ja auch erstmal nicht negativ oder positiv sein, aber dann, wenn man es zusammenführt, ist es dann doch nochmal eine andere Qualität, wenn Amazon ankündigt, dass mit Drohnen die Dinge ausliefert, bevor eigentlich ich den Wunsch entwickelt habe, das zu bestellen, war so eine Meldung vor. Ich weiß, aber Sie ahnen, also das ist dann ganz, ganz sicher Fiktion, aber ich glaube so, durch das Aufzeichnen von Verhaltensmustern und das Ermitteln von Verhaltensmustern hat diese Transparenz, das Transparenzversprechen eine andere Wertigkeit nochmal bekommen, weil es eben eine Transparenz ja, offen, also eine Gegenwart ist, oder nicht nur ein Versprechen, sondern etwas, eine Prognose auf einem vorherigen Verhalten. Ja, das ist natürlich extrem interessant und da, wo es darum geht, Verbraucherprofile zu erstellen, ist natürlich diese Big Data Methoden hervorragend und effizient. Ja, wir können nur hoffen, dass Amazon sich noch lange, lange darauf beschränkt, diesen Typ von Kundenwünschen zu bedienen. Sie wissen also eben, dass zu den zahllosen Unternehmen, die Google jetzt unter seinem Alphabet-Dach versammelt hat, auch die Firma Calico gehört, die sich eben um Biotechnologie kümmert. Und an der Stelle wird mir eben sehr unwohl. Zunächst mal geht es bei Calico, da ist ja Kurzweil, ist da ja Berater und sozusagen Chefdenker. Denen geht es jetzt darum, einmal, sagen wir, biotechnisch, also das Thema ist Verlängerung des Lebens. Und dann gibt es natürlich verschiedene, sagen wir, Methoden, die alle auch ausprobiert werden. Einmal werden eben Personen, von denen man annimmt, dass sie sehr lange, also dass sie alt sind und ein bestimmtes Verhalten haben, die werden getrackt. Ja, da guckt man sich einfach, wie machen die das? Oder ja, in welchem Winkel der Erde, Japan oder ich weiß es nicht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich Gentechnologie. Jetzt gucken wir mal, es gibt die Seegurke, die wohl unsterblich ist. Was hat die Seegurke für Gene? Können wir die halt umbauen? Zunächst mal in eine Maus und dann in was weiß ich. Also da, wo, sagen wir, diese Mischung von Big Data-Analyse und Biotechnologie einsetzt, da wird mir unwohl. Also ich habe mal mit... Nicht aber das...
Also ich habe vor 10 Jahren, da ging es um 50 Jahre KI, vor 2006 war das, habe ich mit Marvin Minsky gesprochen, der damals 1956 das Gebiet quasi mit erfunden hat. Und er war sehr davon begeistert, von der Vorstellung, dass es doch möglichst einen Port geben möge, wo man dann das Bewusstsein digitalisiert und dann so gesehen eine Unsterblichkeit im Computer haben kann. Ach, das ist schon verständlich. Ich meine, einfach so. Also ich meine, er war damals auch schon älter, als ich jetzt bin. Also ich meine, verstehen kann man das schon. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Trotzdem nochmal, vielen Dank für Ihren Vortrag. Manfred Schneider.